Dann haben wir hier die 1771 nochmal mitgebracht. Die hast du ja auch bei dir in der Schießschule zur Ausbildung. Ich habe einen Jungjäger, hatte ich gesehen, dass sie da auch gerade mit geschossen hatten. Da hatte ich, glaube ich, eben zwei, drei Worte auch noch zu gesagt. Hier haben wir einen Hawkey, einen 3-12x56 Zielfernrohr montiert. Absehen 4 beleuchtet. Ja, das ist eigentlich eine super Kombination. Wer jetzt nicht das große Geld hat, auch für ein Zeiss oder Swarovski-Glas etc., da kann man auch mal sagen, komm, ich nehme nur 500 Euro statt 2500 in die Hand und habe für eine ordentliche Waffe ein ordentliches Zielfernrohr. Hast du Lust, hier auch nochmal zu schießen? Ja, klar. Die schießt also wie verrückt, du. Bleib mal Zeit, mein Name ist Sascha Schmidt, ich bin Revierjagdmeister. Die Anforderungen, die ein Berufsjäger an seine Waffe stellt, sind sehr mannigfaltig. Wir erwarten zum einen hervorragende Präzision, sicheres Handling und nahezu eine unverwüstliche Technik. Die Präzision der Anschützwaffen ist schon legendär. Insbesondere die hervorragende Charakteristik des Abzuges, der butterweiche Schlossgang. Ich habe mich ganz bewusst für eine 1781 der Firma Anschütz mit dem Lochschaft entschieden. Ihr Handling ist im Umgang äußerst führig und es macht Freude, mit dieser Waffe Strecke zu machen. Beim Umgang und beim Schießen mit der Anschütz 1781 merkt jeder Jäger sofort, dass die Firma Anschütz in erster Linie aus dem Sportbereich kommt und die dort gemachten Erfahrungen 1:1 umsetzen kann in den Jagdwaffen, die von ihnen hergestellt werden. Ein präziser Schuss mit der Anschütz 1781 ist keine Kunst, sondern die Konsequenz aus hervorragender Waffenbautechnik. Ich zeige nun, was letztendlich der Grund ist, warum man sich einen Lochschaft anschaffen sollte, beziehungsweise eine Waffe mit Lochschaft. Im Anschlag ruht die Hand in dem perfekt ergonomisch ausgeformten Schaft, sodass ich eine komplett ruhige, entspannte Handhaltung habe und ich mich voll auf den Schuss konzentrieren kann. Die 1781 ist für mich die perfekte Synthese aus einem Alltagsgewehr und einem Schmuckgegenstand, denn neben absoluter Praxistauglichkeit bietet die 1781 auch ein harmonisches Gesamtbild und ist letztendlich vor allen Dingen durch die saubere Verarbeitung ein richtiger Handschmeichler. Wir haben einiges an Kleinkaliber, sind sportlich sehr aktiv und wir bauen aber auch Großkaliber für den Hofwildjäger. Ich habe die das erste Mal im Schießkino kennengelernt. Ich hatte immer etwas Probleme mit Mucken bei größeren und stärkeren Kalibern. Und als ich dann das erste Mal mit einer Lochschaftwaffe 9,3x62 schoss, habe ich gedacht, ich schieße mit dem Kaliber 308. Und bin seitdem begeistert, muss ich sagen. Also ich möchte sie nicht missen. Was mich als alten Jäger auch noch begeistert ist, dass diese Waffe nicht viel Schnickschnack hat. Aber dieser Lochschaft, der ist so angeordnet, das ist nicht einfach ein Loch im Schaft drin mit einem Pistolengriff. Wir haben hier einen Zwangsfass zum Abzugszüngel hin. Das hatte ich eben ja schon erklärt, das kann man nach vorne und hinten frei variieren, individuell einstellbar auf die Hand. Und dadurch hat man einen besseren Griff. Man kann also, wenn man in den Anschlag geht, und man das sieht hier an meinem Finger, der wird direkt zum Abzug geführt und man kann eigentlich kaum noch verreißen, die Schüssel. Man hat einen präziseren Schuss, kann dadurch auch den Rückschlag etc. ein bisschen besser abfangen. Das ist halt bei den Sportlern Pflicht, dass sie die Waffen sehr gut in der Hand halten. Mit diesem Lochschaft haben wir halt einen perfekten Zwangspass zum Abzugzüngel hin und das brauchen die Sportler auch. Die müssen perfekt am Abzug sein und das ist in diese Jagdwaffe integriert worden aus der sportlichen Serie.